frei zu fühlen, zu sagen, ich bin, der ich bin. Ja, warum? Warum ist das so wichtig? Weil das so ist, weil es das Wichtigste ist. Und das ist auch ganz einfach. Ken hat für ganz viele Beispiele gebracht, wie wir in unserem eigenen Alltag, jeden Tag, da wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir mit unseren Kindern sind, wo wir bei McDonald's sind oder im Bio-Feinkostladen oder wo auch immer wir sind, wir können da jederzeit entscheiden, was wir tun. Ich bin nun mal Fachmann für Frequenzen, das ist mein Forschungsgebiet. Ich habe neulich schon mal irgendwo gelesen, der singende Wissenschaftler, aber wenn dann der singende freie Wissenschaftler, weil ich kein universitär gebundener Wissenschaftler bin, sondern, und ich kann auch keinen Job verlieren da, ich werde auch nicht eine Professur los, wie das dem Franz Hörmann in Österreich passiert ist, nur kurzfristig, weil er an der Wirtschaftsuni Wien als Wirtschaftsprofessor aufgedeckt hat, wie das Betrugssystem des ganzen Bankensystems funktioniert. Das Betrugssystem des Bankensystems weiß dein Bankangestellter in aller Regel wahrscheinlich nicht. Der macht einfach mit, weil er hat seinen Job, er muss auch seinen Kühlschrank vollkriegen und so. Also von dem kann man vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass er weiß, dass er da gerade ein Verbrechen begeht. Aber Franz Hörmann hat es eben aufgedeckt, dass jedes Mal, wenn wir einen Kredit unterzeichnen, einen Kreditvertrag unterzeichnen, dann unterzeichnen wir eine Geldschöpfung aus Luft, aus nichts. Es ist ganz einfach. Die Bank, deine Hausbank oder die, egal welche Bank, wenn die einen Kredit vergibt, dann muss die der Europäischen Zentralbank 1% oder 1,2 oder 0,8, das ist ein bisschen wechselhaft, vorhalten. Also das heißt, sie muss belegen können, dass sie 1% von den 40.000, die sie dir gerade leiht, dass sie die tatsächlich besitzen. Und 1% von 40.000 sind 400 Euro. Das ist nicht so viel. Wenn du in den ersten 3, 4, 5 Raten gezahlt hast, hat die Bank schon keinen Verlust mehr, sondern Gewinn. Wenn du dann deine Raten nicht mehr bezahlen kannst, dann hast du vielleicht deinen Job verloren. Hast vielleicht deinem Chef gesagt, hören Sie mal zu, wie ist denn das? Unterstützen wir irgendwie Monsanto oder unterstützen wir irgendwelche Kriegsmaschinerien oder unsere Textilfirma, schneidet die vielleicht die Uniform für die Söldner in der Ukraine? Kann das sein? Und wenn ja, wollen wir das nicht ändern? Und der schmeißt dich raus, dann bist du schon gleich in diesem Dilemma. Kannst du vielleicht dein Haus nicht mehr abbezahlen oder dein Auto oder dein iPhone 700, was dann irgendwie 800.000 Euro kostet, weil es die beste Technologie ist und du das natürlich unbedingt brauchst. Nee, dann kannst du auf einmal deinen Kredit nicht mehr bezahlen. Und dann kommt die Bank einfach an, wegen diesem komischen Vertrag, wo gar kein echtes Geld entstanden ist, sondern nur eine Schuld, also eine doppelte Buchung, und nimmt dir dein Haus, dein Auto, deine neue Gitarre oder dein iPhone weg. Dein Auto, iPhone nehmen sie dir vielleicht nicht weg, denn das hält dich ja am System gebunden. Das ist ja immer ganz praktisch. Aber sie nehmen dir dann was weg. Und in Österreich haben wir einen Kreditopferhilfeverein gegründet. Und in Deutschland gibt es auch ein paar Pendant zu. Also kreditopferhilfe.at, könnt ihr mal gucken. Wir sammeln gerade 2000 Menschen, die Kredite haben. Also jeder, der einen Kredit hat, ist ein Kreditopfer. Weil das Geld, was da erschaffen worden ist mit deiner Unterschrift, das gibt es gar nicht. Das ist nur ein Buchungssatz. Das gibt es nicht wirklich. Gar nicht real. Das entsteht durch deine 20 Jahre Arbeiten dafür, wenn du ein Haus abzuzahlen hast zum Beispiel. Dadurch entsteht das Geld. Aber der Kreditopferhilfeverein sammelt 2000 Leute, die die Schnauze voll haben, die nicht mehr diesem Betrugssystem sich einfach hingeben wollen. Und dann gibt es eine Sammelklage. 800 oder 900 Leute haben wir schon. Und wenn wir 2000 haben, dürfen so ziemlich alle Banken abgedeckt sein in diesen ganzen 2000 Leuten. Und dann wird das vor Gericht, was auch immer das sei in Deutschland, ist ja auch wieder fraglich, aber auf jeden Fall wird es erstmal vor dieser Art von Überbrückungsregierung, wird das dann verhandelt und die Argumente sagen ganz deutlich und die hat Professor Franz Hörmann klasse zusammengetragen. Das kann man auf seiner Internetseite franzhörmann.at auch lesen alles und sich runterladen. Das wird dann ganz schön Aufruhr. Denn Richter sind auch Menschen, die sind auch nicht blöd, mit den richtigen Argumenten kann man bei denen auch auf einmal einen Aufwacheffekt erleben.
wenn sie nicht geschmiert werden, also wenn sie nicht einfach, ne, sie kriegen einfach genug Geld und werden einfach gekauft. Das geht auch. Aber es macht nichts. Diese Anklage oder dieses Vorführen der Wirklichkeit, da wird es natürlich Menge Kamerateams geben. Und wenn das nicht erlaubt sei im Richtersaal, dann wird es bestimmt Leute geben mit einer, da gibt es so kleine Minikameras, in Brillen, im Knopfloch, das Handy, das neue iPhone macht super tolle Aufnahmen. Und dann wird das mitgefilmt und dann geht das rum. Und die Wahrheit, das steht sogar schon in einem alten Buch in der Bibel, wenn man im Verborgenen was reden will, also sozusagen lügen will oder was verbergen will an Wahrheit, dann kommt eine Zeit, da wird dieses Verborgene von den Dächern gerufen. Und diese Zeit ist heute, jetzt, mit dem Internet. Alles, was Wahrheit ist und was gut tut, das auch zu begreifen und zu kapieren, was uns in die Autarkie, in die Selbstbestimmung versetzt und uns endlich wieder befreit aus diesem Wahnsinn, das geht rum. Das geht richtig rum. Das laden sich die Leute runter. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mal neulich ein Beispiel gehört. Der Fokus hat, glaube ich, irgendwie 90.000 Abrufe bei YouTube mit dem, was sie da machen. Aber ein Michael Vogt zum Beispiel mit Querdenken TV hat 30 Millionen Abrufe im Monat. Also immer wieder zu sagen und immer wieder zu benennen, da draußen, die anderen, immer die anderen, die sind alle leider zu 95% noch am Schlafen. Das halte ich für sehr gewagt. Ich glaube, das ist anders. Ich glaube, wenn 30 Millionen Menschen jeden Monat sich allein einen Querdenken-TV-Sender angucken, mit diesen wunderbaren Talkgästen, die da jedes Mal sitzen, dann sind das 30 Millionen in diesem Monat, im nächsten nochmal und dann nochmal. Und die Leute reden ja zu Hause auch miteinander. Und die überlegen sich auch, wie kann ich den einen von den freien Energiegeneratoren bei mir zu Hause einsetzen? Was kostet das? Kann ich die Kosten minimieren? Kann ich einen Workshop mitmachen, um selber sowas zu bauen? Und dann geht's los. Und dann sind das vielleicht von 30 Millionen in diesem Monat 100 Leute, die fangen an. Im nächsten Monat kommen nochmal 200 dazu. Und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Potenzialrechnung irgendwie. Ich selber habe 2010 eine Firma gegründet, die hieß FEFA. Mit 15 Erfindern und Unternehmern zusammen. FEFA heißt übersetzt freie Energie für alle. Weil freie Energietechnologien gibt es zuhauf. Wer von euch hat schon mal was von Professor Klaus Turtur gehört? Einmal kurz. Klaus Turtur, ja, der die Raumenergie bewiesen hat, nachgewiesen hat, auf Mainstream physikalischen Grundlagen, der kann das Ding bauen. Er braucht teilweise ein bisschen viel Geld dafür, aber es gibt noch einen guten Freund in unserem Netzwerk, der ist Professor Josef Gruber, der 2008 ein Buch rausgebracht, das heißt Raumenergietechnik. Und in diesem Buch sind 160 Erfindungen. Also wer sich das merken kann, Raumenergietechnik oder RET, googelt mal nach, bestellt euch das Buch. 160 Erfindungen für freie Energie in einem Buch. Professor Klaus Turtur aus seinen Vorträgen erzählt von einer Internetseite. Die kann man dann auch in seinen Vorträgen einfach dann googeln oder einfach angucken. Gibt es 5000 Patente, die verschwunden sind über freie Energiegeneratoren und freie Energietechnologie. 5000 Patente. Und da gibt es noch 100.000 von Garagen, wo so Bastler, die einfach gesagt haben, ich warte auf niemanden mehr, so wie Ken das so schön ausgedrückt hat. Ich warte auf niemanden mehr. Ich weiß doch schon, ich kenne so viele Parameter, ich kenne die Technologie. Ich baue, fange selbst an zu bauen. Und dann bauen die Leute. Und dann über irgendwelche Zufälle, wo sie stolpern, sind meistens Zufälle, da kommen die Erfinder auf Sachen, die sind gegen unsere physikalischen Gesetze. Und das ist ja komisch. Wieso sind die denn gegen unsere physikalischen Gesetze? Energieerhaltungssatz. Es kann nicht mehr Energie bei rauskommen, als man reinsteckt. Klar, stimmt. Stimmt, ist auch richtig so. Aber es braucht ja nur so viel Energie rauskommen, wie wir brauchen. Und die Raumenergie, und auch wenn es jetzt ein bisschen physikalisch wird, aber ich werde gleich wieder ein bisschen herzlicher, aber Physik muss manchmal auch sein. Die Raumenergie in jedem Kubik, also in jedem Liter Raum, ist eine definierte Größe.
27,8 Billionen Kilowatt pro Liter Raum. Also in diesem Raum, in diesem Liter, in diesem daneben, dem daneben, da drüber, da, hier. Und es ist egal, ob da Materie drin ist in diesem Liter Raum. Also Beton oder Stahl oder auch nur Vakuum, also gar keine Teilchen. Die Energiemenge ist immer die gleiche. Und zwar hier, fast 28 Billionen Kilowatt, da. Überall. Energie haben wir im Überfluss und permanent überall, immer. Und diese Raumenergiegeneratoren, die zapfen mir einfach da ab, wo sie gerade im Raum sind. So, diese Technologien gibt es zuhauf. Und die Frage ist jetzt, die Skeptiker sagen immer, ja, warum kann man das denn nicht kaufen? Wo gibt's denn das? Zeig mir mal, wo ich das kaufen kann. Ja, es gibt's nicht zu kaufen, weil es wird immer weggedrückt. Ah ja, Verschwörungstheoretiker. Ne, Verschwörungstheoretiker, also es ist alles Verschwörungstheorie. Wenn es das wirklich geben würde, könnte man das ja überall kaufen. Nein, wenn es das wirklich gibt und man das überall kaufen kann, braucht es bald keine Energieversorger, keine Stromleitung, Überlandleitung, keine Wasserkraftwerke, keine teuren, schmutzigen, ich sag das jetzt so brutal, aber das ist einfach so, keine schmutzige Solarenergie, die bei der Produktion schon mehr Energie verbraucht, als sie in ihrer ganzen Laufzeit wieder reinholt. Das ist alles Quatsch, das sind alles Übergangstechnologien, die uns vorgaukeln, das sei die Alternative, die saubere Energie. Nee, die Raumenergie ist die saubere Energie und die ist hier. Die ist hier, die ist hier, die ist hier, die ist hier, die ist sogar hier. Die ist überall. Und das ist so viel. Und das fangen wir dann an zu nutzen, wenn wir aufhören, Firmen zu gründen, wie ich das 2010 gemacht habe, mit 15 Leuten, wo es dann nachher bei 180 Millionen Investitionsgeldern wieder schwierig wurde unter uns Freunden, Mensch. Weil der eine dem anderen dann die ein oder andere Millionen unterstellt hat, unrechtmäßig vielleicht irgendwo abzuzweigen. Da ging Misstrauen los. Warum? Wieder wegen Geld. Immer wieder Geld. Geld, Geld. Und danach haben wir zum Glück getrennt in 4 Splittergruppen und jeder macht sein eigenes Ding. Freie Energie für alle ist kein Firmenname, sollte es auch nie wieder sein. Freie Energie für alle sollte nicht dem einen oder anderen wieder Millionen und Milliarden einbringen, dann haben wir wieder das gleiche Scheißsystem im Hamsterrad. Freie Energie sollte in Bauplänen verteilt werden, wird auch von vielen, also Open Source, quelloffen. Aber ich habe mit Harald Kautz-Weller, habe ich auch bin ich sehr gut befreundet, der hat arbeitet selber in einem Projekt in Kroatien, also das ist wunderbar als Übergang wieder. Wir machen Transmutation. Das heißt, wir machen aus einem Stoff einen anderen Stoff. Früher nannte man das Alchemie. Aber das wurde ja schön feinsäuberlich getrennt. Ne, haben wir schön aufgeteilt in hier haben wir Spiritualität. Das ist sowieso ganz strange und so. Aber gut, lassen wir das mal da. Obwohl das sämtliche Manager-Etagen auch schon nutzen, Spiritualität. Das ist da auch völlig normal. Dann haben wir hier Physik und Mathematik und Wissenschaften. Und hier haben wir das Geld. Ne? Und hier haben wir die Angst vor Katastrophen. Und das alles zusammen ist ein riesengroßes Scheißsystem, was uns immer noch trennt davon, alles wieder einheitlich zu sehen. Spiritualität, Technologie, Quantenphysik, das gehört zusammen. Und wo geht das los? Immer bei mir. Immer bei mir. Und wenn ich mich mit ein paar Kumpels zusammensetze in der Garage, ich bin Frequenzfachmann, so wie Ken das gesagt hat, sein Team ist ja auch nicht in den gelben Seiten eruiert oder beworben worden, sondern es hat sich gefunden. Wer zu seinen eigenen Fähigkeiten, zu seinem eigenen Herzenswunsch steht und sagt, ich mach was, ich habe doch eine Ahnung, ich habe sogar Wissen, ich habe vielleicht sogar so großes Wissen, dass ich in jeder Schule immer damit anecke, weil die alle sagen, das geht ja nicht. Das Wissen ist teilweise bei uns allen. Viele von uns sind hier kleine Diamanten, die hier sitzen, vielleicht sogar große Diamanten. Und die wissen so viel und müssen das nur tun. Ja. Es geht einfach nur darum, das zu tun. Das zu tun, was ich weiß. Und soll ich euch noch was sagen?
der spirituelle Aspekt an der ganzen Geschichte ist gar nicht so spirituell, also nicht so abgehoben, esoterisch, wie man immer so glaubt. Jeder von uns, jeder, der hier gerade sitzt, auf diesen Wolldecken so schön, oder auf dem Stein, oder auf dem Koffer, oder einem Rucksack, jeder von uns ist rein physikalisch gesehen ein reiner Lichtkörper. Professor Peter Garialf aus Russland hat herausgefunden, dass wir in unseren Zellen aus einem kleinen mini-schwarzen Loch heraus ein Hologramm erzeugen. Und dieses Hologramm besteht aus drei Tensoren. Das eine ist Sound, das andere ist Licht, das andere ist Worte oder Wort oder Intention, Absicht. Und das eine nennt man, den Sound nennt man Phononen, das andere ist Licht, das ist Photonen und das dritte ist eben Information. Und das passiert in jeder Zelle von uns, in jeder Sekunde, in jedem Moment, in jedem Jetzt. Wird das Hologramm erzeugt. Und das 80 Billionen Mal pro Körper. Und wir können also sagen, rein atomar gesehen, ist alles Zwischenraum. Bis auf einen ganz minimalen kleinen Prozentsatz. Der ist aber materiell gesehen überhaupt nicht relevant. Was relevant ist, ist die Schwingung zwischen Licht und Sound und dem, was ich will. Meine Intention, meine Absicht, was ich umsetzen will, was ich sehen will in dieser Welt, wie Gandhi das gesagt hat. Und das ist richtig spannend, weil eigentlich sind wir im wahrsten Sinne des Wortes, physikalisch gesprochen, nur reine Lichtkörper. Wir sind alle Erleuchtete. Wir sind alle absolutes Bewusstsein, jeder Einzelne. Egal wer hier sitzt und wie er aussieht, welchen sozialen Status er hat oder ob er mit dem Skateboard fährt oder nicht. Wir sind alle absolutes Bewusstsein. Und das sollten wir uns gegenseitig mal aus den Augen rauskitzeln. Wir brauchen uns nur so angucken. Ich merke das jetzt schon gerade. Einige gucken von euch schon so. Da leuchtet es richtig raus, weil ihr das alle wisst. Ihr wisst, dass ihr absolutes Bewusstsein seid. Vielleicht habt ihr euch in euren Sozialisationsprozessen und in den ganzen Konditionierungsscheiß durch Schule und Ausbildung und so weiter verlernt, euch so auszudrücken, wie ihr es eigentlich meint, also wer ihr seid. Mein Freund Joe Kreisel, der Freeman Austria, er ist komplett von allen Statuten und Gesetzen und Verwaltungssystemen verabschiedet hat. Hat denen allen Briefchen geschrieben und gesagt, so, ich verwalte mich jetzt selbst und danke für das Angebot eurer Firma, Republik Österreich. Ich verwalte mich jetzt selbst. Der sagt immer, also wir machen immer so einen Spaß, es gibt so ein afrikanisches Wort, das heißt Ubuntu. Und Ubuntu ist das afrikanische Wort in allen Landessprachen für ich bin, weil wir sind. Und wir sind, weil ich bin. Und das kann man auch so sagen. Ubuntu. Und du bist auch Ubuntu. Und dann haben Joe und ich mal so einen Spaß gemacht. Da haben wir mal alles mit A angefangen. Und da merkt man dann, wenn man sich in seine Selbstermächtigung begibt, in seine Kraft und sagt, ich zum Beispiel sage dann alles mit A. Achban. Matamataka. Achban Matamataka. Dann heißt das einfach nur, ich bin Mathematiker. Aber das klingt schon ganz anders. Das klingt nach Kraft. Du möchtest gerne. Ich muss dich leider kurz ein bisschen. Mach mal, also, mach mal. Wir sind spät dran mit unserem Programm und ich wollte dich echt unterbreche dich noch ungern. Wir hätten noch vom Volkan Rede dir gerne noch vortragen würde, weil wir müssen noch eigentlich um 9 Uhr die Lautstärke richtig unterschieden. Ich weiß. Das ich unterbreche dich nur sehr ungern. Dann spiele ich noch einen Abschlusssong und dann kommt Volkan. Okay, geht das schnell? Ja? Okay, alles klar, dann schnell. Also, weil wir gerade bei freier Energie waren, singe ich jetzt einfach einen Song über freie Energie. Also ich darf nicht spielen. Die kleine Lisa fährt den kürzeren Weg über den Park. Doch leider ohne Licht. Die Stadtväter müssen sparen für Strom und Lampen, reicht der Haushalt nicht. Am Amazonas sitzt ein Vater mit 8 Kindern um 6 Uhr abends, wenn die Nacht anbricht.
Doch so viel schwere Arbeit liegt vor seinen Füßen, aber er sieht seine Hand vor Augen nicht. G-Autonomie, from everywhere to anyone that's free. Energy, autonomy from everywhere to anyone that's free. Energy. Amazonas sitzt ein Mann, aber am Kaffee, den ich morgens trinke, verdient ein Kaffeebauer in Brasilien und in Indien nicht mal 10%. Wer Wasser, Wind und Sonne liebt, weiß, wie viel Energie es gibt, nämlich Raumenergie, und auch sie kostet keinen Cent. Energy, autonomy from everywhere to anyone that's free. Energy, autonomy from everywhere to anyone that's free. Energy, 'cause we are one world. Autonomie von überall zu jeder Mann und jede Frau, natürlich jedes Kind. Energie, Autonomie von überall zu jeder Mann und jede Frau, jedes Kind, freie Energie. Wir sind eine Welt, Revolution, eine Welt, Revolution, eine Welt, Transformation, eine Welt, Transmutation, wir sind eine Welt. Viel Spaß noch hier in Saarbrücken. Und wer sich näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, www.wortkraftschwingung.de. Gib mir 5. Okay, ciao. Und jetzt haben wir den Volkan aus Trier.